Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich diesmal zu unserem Gespräch auf dem roten Sofa, das rote Sofa des Familienforums in Münster. Als Gast habe ich jetzt neben mir sitzen Herrn Robert von Olberg von der SPD. Hallo, Herr Olberg von Olberg. Das Familienforum macht ja schon seit einigen Jahren turnusmäßig vor besonderen Wahlen das rote Sofa zur Basis von Gesprächen mit den Kandidaten. Mhm. Und so sind Sie heute da. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr von Olberg, ich möchte gleich einsteigen mit dem ersten Thema, Kinderarmut in Deutschland. Wir haben ungefähr 20% der Kinder, die in Armutsverhältnissen leben. Bildung ist auch Ihr Thema in der Kommunalpolitik. Insofern greift es damit ein, als dass es um frühkindliche Bildung und weitere Bildung geht. Zu dem Thema Armut, was glauben Sie als Bundestagskandidat, was man im Bundestag auf Bundesebene in Bewegung setzen muss, damit Kinderarmut kein Problem mehr in dieser Größenordnung ist? Ja, erstmal finde ich es wichtig, dass wir überhaupt politisch das als Problem anerkennen und tatsächlich feststellen, es gibt in unserem Land, obwohl wir ein reiches Land sind, Kinderarmut. Das ist ja was, wo sich nicht alle auch in den Parteien so leicht mittun, sondern sagen, ach, das ist kein Problem, dass das besonders schwer wiegt. Aber ich glaube, das ist eben schon der Fall. Klar ist, dass Armut von Kindern immer auch was damit zu tun hat, dass es Armut von Eltern gibt, dass es Armut in Familien gibt. Aber mir ist nochmal vor einigen Wochen in einem Gespräch, was ich mit unserem heutigen Bundestagsabgeordneten Christoph Stresser und dem Deutschen Kinderschutzbund hier in Münster hatte, deutlich geworden, dass die Instrumente, die wir haben, Arbeitslosengeld und so weiter, eben eigentlich sehr unspezifisch sind, um auch auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen. Kinder haben andere Bedarfe, als das Erwachsene haben. Und deswegen finde ich eine Position, wie sie zum Beispiel der Deutsche Kinderschutzbund vertritt, eine eigenständige Kindergrundsicherung auch einzuführen, sehr vernünftig und unterstützenswert und ja, will mich auf jeden Fall dafür stark machen, dass wir im Bund uns dafür einsetzen. Das ist auch in unserer Partei sicherlich noch eine Diskussion, aber ich glaube eine notwendige Diskussion. Ja. Die Kinderarmut wird ja auch oftmals genannt eben als Hindernis in dem Bildungssystem, in dem wir uns befinden, tatsächlich daran zu kommen und an den Bildungsangeboten teilnehmen zu können, die eben da sind. Was gibt es seitens der SPD dafür Bestrebungen, eben diese Missstände aufzuheben? Also ich glaube, und das ist das, was mich auch mal eigentlich dazu gebracht hat, Politik zu machen, sich einzusetzen für gleiche Chancen für alle. Das soll nicht nur irgendwie ein schöner Spruch sein, sondern das muss sich auch tatsächlich im politischen Handeln wirklich umsetzen lassen. Wir wissen heute, dass unser Bildungssystem, auch frühkindliche Bildung, immer noch sehr stark davon abhängig ist, aus was für einem Elternhaus man kommt. Das hat was damit zu tun, dass wir Bildungshürden haben, zum Beispiel über Kita-Gebühren, zum Beispiel über Gebühren in der Ausbildung, so wenn wir weiterdenken im Lebenslauf. Das ist das Erste, was man auf jeden Fall tun muss, aus meiner Sicht, um Bildungshürden abzubauen, muss man tatsächlich Bildung von Anfang an gebührenfrei stellen. Das heißt eben auch bei der Kita, denn das kann man auch keinem erklären, warum das Studium eigentlich gebührenfrei ist, aber in der Kita muss man ein Eintrittsgeld dafür zahlen. Das ist aus meiner Sicht ein allererster Punkt, den wir dringend angehen müssen, wenn wir wirklich für gleiche Chancen für alle sorgen wollen. Das sind ja jetzt Themen, die eigentlich eher auf Landesebene angesiedelt sind und da in der Verantwortung der Länder sind. Inwieweit muss dann der Bund entsprechende Vorgaben machen, dass das auf Länderebene auch umgesetzt wird? Mhm. Also ich komme eigentlich aus der Schulpolitik. Ich mache hier in Münster vor allen Dingen Schulpolitik. Da fragt der ein oder andere dann mal, was willst du eigentlich in Berlin? Als Schulpolitiker kannst du ja nichts anfangen. Bildungspolitik geht dir in Berlin ja nichts an. Das ist vielleicht in der Theorie so das Konstrukt unseres föderalen Systems. Das steht vielleicht irgendwo im Grundgesetz. Aber wir merken doch, dass in den letzten Jahren der Bund immer eine größere, eine wichtigere Rolle auch bei der Bildung spielt. Und da geht es vor allen Dingen um die Frage von Bildungsfinanzierung. Und ich glaube, das kann man auch in der Gesellschaft keinem erklären, dass es unterschiedliche politische Ebenen gibt. Die einen sind zuständig dafür, dass Bildung funktioniert, gut finanziert ist und die anderen nicht. Und deswegen finde ich es richtig und bin froh darüber, dass wir als SPD in unser Bundestagswahlprogramm auch klar reingeschrieben haben, dass wir das sogenannte Kooperationsverbot im Grundgesetz aufheben wollen. Das ist das, die Regelung, die es dem Bund im Moment verbietet. Also regelmäßig und dauerhaft Bildung zu finanzieren, weil es sagt, das ist Ländersache.
Sache. Ich finde das wichtig, dass wir das aufheben, damit der Bund eben Kommunen und Länder unterstützen kann dabei, genügend Betreuungsplätze zu schaffen, gute Schulen zu ermöglichen, die Hochschulen vernünftig auszustatten, vernünftige Ausbildungsangebote zu machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich glaube, da ist ein Systemwechsel nötig. Frühkindliche Bildung beginnt schon im Kindergartenalter. Wir sind hier bei den U3 und Ü3 Kindern, also bei den ganz Jungen, bei den ganz Kleinen, die eine entsprechende Betreuung in den Kindertagesstätten bzw. in den Pflegestellen bei Tagesmüttern benötigen. Was gibt es da Ihrerseits für Dinge, die angefasst werden müssen? Wo haben Sie bislang Probleme erkannt, die tatsächlich auch auf Bundesebene angegangen werden können, wenn man über die Qualität spricht, wenn man über Betreuungsschlüssel spricht etc.? Also ich glaube, das allergrößte Problem, was wir im Bereich frühkindlicher Bildung und Betreuung haben, ist sicherlich die Frage, haben wir genug Plätze eigentlich für die Nachfrage, die da ist? Und da stellen wir auch in Münster fest, wenn wir allein den Stadtbezirk Mitte angucken, da gibt es hunderte Eltern und hunderte Kinder, die eben unversorgt sind mit einem Kita-Platz. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass wir sagen, das, was in Kita stattfindet, ist eben, wie Sie richtig sagen, frühkindliche Bildung. Und deswegen muss an erster Stelle stehen, dass wir tatsächlich ein auskömmliches Angebot an Betreuungsplätzen und Angeboten der frühkindlichen Bildung schaffen. Auch da, denke ich, wird es uns helfen, wenn der Bund Kommunen dabei unterstützen kann, dieses Angebot eben vorzuhalten. Und dann haben Sie einen zweiten Aspekt angesprochen, das ist der, wo es um die Qualität von Betreuung geht, die Qualität von frühkindlicher Bildung. Ich finde es richtig, dass wir als SPD in unser Bundestagswahlprogramm geschrieben haben, dass wir uns einsetzen wollen in der nächsten Legislaturperiode für ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz. Man kann sagen, das ist Ländersache. Aber das versteht ja auch keiner. Die Qualität frühkindlicher Bildung und Betreuung muss ja eigentlich länderunabhängig sein und überall zumindest gleiche Standards haben. Und deswegen finde ich das richtig, dass wir das uns vorgenommen haben. Wie wir das konkret ausgestalten, da muss eine vernünftige fachliche Debatte stattfinden. Das ist auch nichts, was man den Ländern wegnehmen will, sondern ich glaube, das ist etwas, was jeder versteht, dass die Qualität von Kinderbetreuung, frühkindlicher Bildung eben nicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein soll. Da gibt es ja entsprechende Bestrebungen der Minister der Länder, der Familienministerkonferenz, ein Qualitätsentwicklungsgesetz, einen Entwurf zu einem solchen Gesetz mit entsprechenden Inhalten, Qualität zu verbessern und so weiter, Betreuungsschlüssel zu verbessern. Wie weit ist da die SPD im Thema oder wie weit sind Sie dort im Thema, was die Inhalte dieses Entwurfs angeht und was ist da tatsächlich eben auch auf Bundesebene machbar? Naja, also das ist immer schwierig, weil wir, ist, das haben Sie auch angesprochen, natürlich mit einem Kompetenzgerangel zu tun haben. Also die Länder müssen in gewisser Weise was von ihren Kompetenzen und damit auch politischer Gestaltungsmöglichkeit abgeben, wenn wir was einheitlich regeln wollen in der Bundesrepublik. Der Bund wird sicherlich bei Finanzfragen helfen können. Das finde ich wichtig, aber wir brauchen eben eine Verständigung auch unter den Ländern auf bestimmte Standards. Und die SPD ist natürlich dabei, weil die SPD in vielen Ländern genau in den Themenbereichen die zuständigen Fachminister stellt. Die Bundesfamilienministerin, die dafür zuständig ist und ich hoffe in der nächsten Legislaturperiode auch weiterhin ein gehöriges Wörtchen bei der Frage mitzureden hat. Ich finde aber auch wichtig, dass wir das nicht allein als eine Debatte im politischen Raum führen. Da gehören auch eben diejenigen in die Diskussion mit rein, die tatsächlich Angebote der frühkindlichen Bildung machen, die da täglich mit Kindern arbeiten. Auch mit ihnen müssen wir darüber reden, was da vernünftige Standards sind. Von der frühkindlichen Bildung im Bereich der Tagespflege, der Tagesbetreuung, Kindergartenkinder zur Schule, Grundschule. Dort haben wir im offenen Ganztag ähnliche Probleme oder gleichgelagerte Probleme. Insbesondere geht es hier um flexible Zeiten und mehr Flexibilität in den Angeboten, um eben auf die Bedürfnisse der Familien einzugehen. Das ist momentan alles noch relativ starr geregelt, insbesondere hier auch in Nordrhein-Westfalen. Auch da die Frage, was kann und muss man auf Bundesebene tun, damit das in den entsprechenden Ländern auch irgendwie umgesetzt werden kann und zu familienfreundlichen Ergebnissen führt? Also es ist natürlich Länderangelegenheit. Da weiß ich auch nicht, ob da der Bund sozusagen diese Kompetenz an sich ziehen muss, aber dennoch finde ich das Thema richtig, weil wir das tatsächlich auch hier, ich bin ja hier in der Kommunalpolitik auch mitkriegen, dass das was ist, was Eltern und Familien eben an der einen oder anderen Stelle doch
heftig beschäftigt, wenn nicht stört, diese Starrheit des sogenannten offenen Ganztags. Das ist ja auch in gewisser Weise ein Widerspruch, schon wenn man sich den Begriff offener Ganztag anhört. Ich kann verstehen, dass die Träger, das Kommunen, in Münster ist das ja der größte Träger, dass auch das Land sagt, wir brauchen eine Verlässlichkeit da in den Angeboten und wir brauchen eine Planbarkeit auch für die Träger, was Personaleinsatz angeht, was die Strukturen angeht, was die Frage angeht, welche Angebote konkret schaffen wir da. Aber in vielen Diskussionen, die wir hier auch in Münster führen mit Eltern, wird deutlich, dass es ja auch nicht darum geht, alles möglich zu machen, was Eltern sich wünschen und jede nur denkbare Flexibilität da reinzubringen, sondern es geht darum, die Angebote ein wenig flexibler zu gestalten, ohne sie beliebig zu machen. Da hätte ich mir, das sage ich ehrlich, auch von der letzten Landesregierung mehr Beweglichkeit gewünscht bei dem Thema. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die neu gewählte Landesregierung da machen wird. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was Land auf, Land ab in den Kommunen heiß diskutiert wird. Und ich bin der Meinung, wir müssen da zu etwas mehr Flexibilität tatsächlich kommen. Muss der Ansatz dort sein, dass man sagt, wir bringen mehr Flexibilität rein, um den Eltern zu ermöglichen, eben die Kinder früher oder später mal abzuholen oder an unterschiedlichen Wochentagen zu unterschiedlichen Zeiten, weil viele Eltern eben auch unterschiedlich lang arbeiten müssen? Oder geht es auch darum, die Inhalte des offenen Ganztages überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen, überhaupt erstmal Inhalte anzubieten, um eben auch für die Familien oder auch für die Kinder erkennbar zu machen, dass auch so ein offener Ganztag in den Nachmittagsstunden eine gewisse Struktur hat? Ja, ich denke, dass die inhaltliche Gestaltung natürlich stark auch mit den Trägern zu tun hat und dem, was sie anbieten können und anbieten wollen. Und deswegen finde ich eine Trägervielfalt im offenen Ganztag auch attraktiv für Familien und auch für Schulen, weil ich glaube, dass wir damit eben ein breit gefächerteres Angebot im offenen Ganztag machen können. Der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, da geht es eben um die Frage, wie flexibel ist es, ohne beliebig zu werden. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass wir kein System hinkriegen, bei dem von Woche zu Woche entschieden werden kann, wie lang bleibt denn ein Kind. Aber ich denke auch nicht, dass es das ist, was Eltern wollen. Eltern wollen sicherlich mal an dem besonderen Tag, wenn Oma Geburtstag hat, der klassische Fall oder so, sagen können, ich hole das Kind anderthalb Stunden eher. Das ist ja in der Praxis heute aber auch in der Regel schon möglich. Aber wir wissen ja, wie das ist in Familien. Da kommt mal irgendwie der Musikunterricht dazu, da kommt der Sportunterricht dazu. Da verändern sich Arbeitszeiten, auch das haben Sie ja genannt. Und da muss es möglich sein, dass man dann eben auch unterschiedliche Zeiten mal buchen kann. Das ist, glaube ich, der Grad an Flexibilität, der möglich sein muss. Nicht von Woche zu Woche, aber dass man schon auch auf das, was sich in Familie verändert, auch bei der Wahrnehmung der Angebote reagieren kann. Sollte Ihr Weg Sie tatsächlich nach Berlin führen? Es ist Ihre erste Kandidatur für ein Bundestagsmandat. Haben Sie schon Vorstellungen, in welchem Bereich Sie Ihren Schwerpunkt setzen möchten? Möchten Sie gerne die schulischen Themen, die Bildungsthemen mitnehmen? Und da haben Sie auch dann entsprechende Kompetenzen, die Sie dann in Berlin weiterführen können? Oder gibt es da auch andere interessante Dinge, wo Sie sagen, da würde ich gerne mal reinschnuppern? Nein, das ist sicherlich so. Die Bildungspolitik ist das, was mich, wie gesagt, mal dazu gebracht hat, auch schon als Schüler Politik zu machen, mich da zu engagieren. Die Frage eben von Chancengleichheit, wie man das hinkriegt, dass das Elternhaus nicht entscheidend ist, wie erfolgreich ich in meiner Bildungslaufbahn bin. Ich habe das gesagt, der Bund spielt da eine immer wichtigere Rolle. Und deswegen würde ich mich in dem Themenfeld sehr wohlfühlen, auch auf Bundesebene. Mir ist aber klar, da bin ich Realist genug, dass wenn man da als Neuling ankommt, das erste Mal gewählt ist, dass man sich auch in gewisser Weise hinten anstellt bei der Verteilung von Aufgaben und auch Ausschusszugehörigkeiten. Mir sind all die Themen besonders wichtig, wo es um Gerechtigkeit geht. Das sind die Bereiche im Sozialwesen, das ist der Bereich von Arbeitsmarkt, das ist aber eben auch Bildung. Ich meine, auch bei Fragen von Steuern geht es im Wesentlichen um Gerechtigkeit. Das ist so der Themenbereich, der mich ja auch besonders dazu motiviert, mich hier zur Wahl zu stellen, weil ich glaube, etwas mehr für Gerechtigkeit zu sorgen, das ist tatsächlich nötig. Und deswegen bin ich auch ganz zufrieden mit dem großen Motto, was sich unser Kanzlerkandidat Martin Schulz da gegeben hat, Zeit für mehr Gerechtigkeit, das passt ganz gut. Also das ist ein breites Themenspektrum, was mich besonders interessiert.
Ich bin aber auch gespannt, welche neuen Themenfelder ich für mich entdecken kann. Es gibt sicherlich das eine oder andere, was ich mir heute noch nicht vorstellen kann, was dann aber vielleicht später mal, wenn es tatsächlich klappt mit dem Mandat, plötzlich auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit werden wird. Und da, glaube ich, muss man eben Offenheit mitbringen, aber das tue ich. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen dann für die Zukunft alles Gute und sollte das mit dem Mandat klappen, so viel Gerechtigkeit unter den Kolleginnen und Kollegen, dass Sie Ihre Ziele weiterhin verfolgen können und dafür sorgen können, dass ein bisschen mehr Gerechtigkeit vielleicht auch den Eltern und Familien widerfährt in Zukunft. Ich danke Ihnen im Namen des Familienforums ganz herzlich für das Gespräch. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, würde ich mich freuen, wenn Sie auch in eins unserer nächsten Interviews reinklicken würden. Sie finden die entsprechenden Informationen am Ende dieses Videos. Ich danke fürs Reinschauen und tschüss. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.